Recht herzlich willkommen zur 27. Folge von This War of Mine. Ja, letztes Mal haben wir jemanden befreit. Mal gucken, was sich daraus ergibt. Ich habe keinen blassen Schimmer. Der ist abgehauen, danach mussten wir auch abhauen. Die Zeit war schon knapp, weil wir drei Versuche hatten, diese Tür aufzumachen. Tag 27. Ja, es gab Probleme, ist klar. Wir hoffen, dass er bald zurück sein wird. Marin bewegt sich kaum. Diese Krankheit bringt ihn um. Okay. Wir haben keine Tabletten oder sowas, so ein Shit. Ja, wir brauchen Medikamente. Was hat sie denn da noch zu sagen? Ah, so hungrig aus. Okay, das ist jetzt nicht das Weltbewegende. Nein, wir versuchen das ja alles, bestimmt. So, er ist hungrig, das heißt, er geht erstmal was essen, das ist wichtig. Da steht da todkrank. Ist auch total kalt hier drinnen. Nein, das machen wir anders. Bruno ist müde. Ah, Pavel ist zurück mit nicht sehr vielen Sachen. Okay, das hat er schon mal angemacht. Da fehlen uns noch Teile für. Das ist schade. Und den können wir noch nicht machen, weil uns noch Elektroteile fehlen. Alles klar. Da können wir was zu essen rausholen. Da kommt Pavel zurück. Und der Kollege kann erstmal wieder ins Bett gehen. Und gucken wir mal, ob wir da was machen können. Mono füllt wieder die Falle auf. Ja, passt schon. Und dann... Ja, wäre schön, wenn wir das hier fertig kriegen, aber so wie es aussieht, klappt das noch nicht so ganz. Geht Bruno erstmal Essen kochen einmal. Ja, wenn jetzt ein Händler kommen, wäre nicht schlecht, ne? Ich denke, wir stellen noch zweimal Essen her. Da haben wir nichts. Wie sieht's denn überhaupt hier so aus? Wasser, 23 Holz. Ja, ist nicht so das Rosige hier jetzt gerade, ne? Das dürfte gleich fertig sein, dann müssen wir das ernten. Der ist auch hungrig, dann kann Bruno dann auch was essen. Mehr irgendwas herstellen? Nicht wirklich. Ah, ja, Filter, klar. Zwei Stück machen wir da mal. So, Bruno hat gegessen und er geht jetzt mal nach unten. Und sie geht was essen. Sie ist leicht verletzt. Wer kann jetzt das Ding ins Reintun? Sag schon. Dass man... Warte, wir haben eine Rückgabe schon. Ja, okay. Ja, die Dinge sind gleich fertig. Das Gemüse. Bruno, geh schlafen.
todkrank, erholt sich aber. So, sie ist leicht verletzt. Sie kann mal da unten gucken, was wir da machen können. Ob wir was machen können, ist noch die nächste Frage. Ich glaube nicht wirklich. So, und er ist immer noch müde. Wird jetzt gleich hier weiß nicht, was zuerst fertig ist. Ah, zuerst kommt sie. Da können wir aber gar nichts herstellen. Keine Kräuter. Das ist schlecht. Wo ist sie? Da ist sie. Was würde das Upgraden kosten? Oh, ganz viele Sachen. Können wir auch nicht basteln. Ich fürchte, dass es nicht besser geht. Stopp. Ja, doch. Sie geht dahin. Jetzt habe ich Marin erwischt. Das wollte ich eigentlich nicht. Nee, der soll mal weiter da machen. Sie geht ans Gemüse und er hier Richtung, dieser Richtung. Dann wird aber nicht mehr schlafen können. Ja, er wird schlafen, Wache halten. Ja, wir müssen heizen, das ist richtig. Bruno ist aber schon fertig mit Schlafen. Aber das wird zu spät sein. Pavel wird nicht ausschlafen können. Ja, können wir wieder 8 Stück machen. Wir müssen unbedingt Medikamente haben. Ich weiß nicht, ob er dahin schafft. Wenn er ins Krankenhaus schaffen würde, wäre ja auch cool. Ja, Marin ist krank. Der kann nichts machen. Der kann nur im Bett liegen und schlafen. Dann geht Pavel schneller Läufer weiter plündern. Er steht Wache, sie schläft im Bett. Aber wir könnten sie auch zum Falschen schicken. Er schläft im Bett, Bruno steht Wache, so machen wir's. Weil sie kann falschen und dann müssen wir nur einen Ort finden, wo wir es falschen können. Krankenhaus, haben wir so ein Krankenhaus hier. Autowerkstatt, kleines Wohnhaus, Stadtkrankenhaus. Ja, Lebensmittel, alles. Vorsicht ist gewohnt, eine Menge Teile. Wo sehr müssen wir hin? Wir brauchen Tabletten. Die Wahrscheinlichkeit ist im Krankenhaus am größten. Tja, haben wir noch irgendwas? Was Sinn macht mitzunehmen? Ich glaube nicht. Nein, die bräuchten Bandagen oder sowas, das haben wir nicht. Gehen wir plündern. Ich weiß gar nicht, ob wir hier schon mal waren oder nicht. Kann man da hoch? Tatsächlich. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Alles nehmen.
Okay, gehen wir mal hin. Ja, ich könnte eure Hilfe gebrauchen, aber leider, leider, leider. Ich keine Chance, hier irgendwie was zu kriegen oder so. Was steht denn da? Ach, das ist der Schadensbericht. Okay, ich glaube, den habe ich schon mal irgendwo gelesen. Dann lass uns nach hier hinten gucken, wo hier Müll und Schrott und sowas ist. Eine Schaufel hätten wir dann gebraucht, ne? Gut, dann fühlen wir. Wir brauchen Tabletten. Und hoffen, dass nicht Maren vorher schon stirbt. Ich wüsste, dass hier noch Schutz steht. Nein, dann hätte ich natürlich was mitgenommen, wusste ich gar nicht mehr. Komm schon. Dauert verdammt lang. Aber dahinter ist ja noch was. Komm schon. Viele Haufen schafft man nicht in so einer Folge, vielleicht drei, wenn es hochkommt. So, da ordentlich was drinne, bitte. Das sind Medikamente und die brauche ich leider für. Sag schon. Für Marin. Da kann man nicht hin, oder was? Kann man da doch hin? Nein, oder? Ah, da kommt man da hin. Komm los, zack, wühlen. Ja, wenn ich nur eine Art Schaufel hatte, genau. Ist jetzt nicht so locker. Schaffen. Man schafft nur zwei Haufen, wenn. Ich weiß auch nicht, ob da oben noch was ist. Vielleicht ist da oben noch was. Also hier kommen wir auf jeden Fall noch durch, aber das war es dann auch schon im Großen und Ganzen. Und wir haben Tabletten für Maran. In der Hoffnung, dass sie nicht schon gestorben ist in dieser Nacht. Komm schon. So. Mal ein bisschen schneller, ne? Sie weiß nicht, wie sie dorthin kommt. Was drinne?
Weiß nicht, wie ich an diesen Ort kommen soll. Ja. Dann zum Ausgang. Anders geht's ja nicht. Die Zeit ist gleich wieder rum. Leider. Wir müssen schauen, dass wir dann hier noch hinkommen. Gut, okay. Dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.